Sie wissen, Mobile Payment, ganz großes Thema. In intelligente Finanzassistenten werden Milliarden investiert. Ich will Ihnen überhaupt nicht sagen, wer da gewinnt. Ich weiß das nicht, wer da gewinnt. Ich will Ihnen nur eine Sache sagen, wie das funktioniert und warum ein Teil Ihrer Kunden das lieben wird. Warum benutzen wir sowas? Ich gebe Ihnen das amerikanische Beispiel Mint.com. Kennen Sie möglicherweise Finanzassistent, Sie installieren das, geben Zugang zu Konto und Kreditkarte. Nur lesen, nicht überweisen, selbstverständlich. Und dann liest das Ding und macht irgendwelche Budgets. Interessiert 99% Ihrer Kunden wahrscheinlich nicht. Sie schon, aber die nicht. Aber 100% von uns interessiert vermutlich, was am Ende rauskommt. Am Ende sagt dieses Ding, Jansky, du bist doof. Und ich meine das genauso wie ich, so simpel, so einfach, wie ich das sage. Du bist doof. Weil im Vergleich zu allen anderen, die mich benutzen, verlierst du jedes Jahr $1,358. Wie lange lassen Sie sich von diesem Ding sagen, dass Sie doof sind? Wann drücken Sie zum ersten Mal diesen Knopf, wo da Discover steht? Mit den 2, 3, 4 Klicks hinterher haben Sie in dem Fall Ihren Kreditgeber gewechselt, im anderen Fall Ihren Versicherungstarif, Ihren Telefontarif, Ihren Stromtarif, Ihren Standardlieferanten für, wenn es im B2B-Geschäft ist. Ja, also das kann man in alle Geschäfte treiben. Das ist die strategische Macht der intelligenten elektronischen Assistenten.